einigen technischen Problemen haben wir es jetzt in den Griff bekommen. Das sind die berühmt-berüchtigten 5 Minuten, die man hin und wieder länger braucht. Also ich darf Sie einmal recht herzlich zu unserem Vortrag über Bloggen willkommen heißen. Wir sind sehr froh, dass Sie alle gekommen sind und wir wollen euch jetzt einmal eine Übersicht geben, was wir heute mehr oder weniger vortragen werden. Wir sind Philipp Bayer, Naturopal TV und Claudia Schiesel von Inside Politics. Wir beginnen einmal mit der Vorstellung, auf jeden Fall einmal über Claudia seine Themen. Ja, also über was rede ich heute? Jetzt kommen wir schon langsam die Gänsehaut. Ich bin Student des Maschinenbauwirtschaft auf der Technischen Universität Graz. Und nebenbei, weil man während dem Studium ein bisschen fad geworden ist, habe ich mir gedacht, ich fange mal an zu schreiben und über Themen zu schreiben, wo ich mich auskenne. Also ich spreche mal heute, wie man bloggt, was man eben machen kann, technisch wie auch von der Herstellerseite her, sprich Motivation, Organisation, Quellenauszeichnung, Rechte, Recherche etc. pp. Weil eben es gibt immer wieder diese Sachen, dass halt Blogger hin und wieder auf einmal vor Gericht stehen müssen, was heißt, hey, Moment, ich bin eigentlich ein Journalist und muss dazu gar nichts sagen, und dann heißt, das sind wir anders und das Recht sieht das auch anders. Unter anderem als Gesprächspartner habe ich heute viele Parteien von der Piratenpartei und Grazer Gemeinderat, mehr oder weniger auf freiwilliger Basis, da, der mit mir das Thema durchgehen wird. Das heißt, es wird eine Live-Diskussion geben. Und ja, welche Möglichkeiten gibt es? Ist Twitter, Blogspot, WordPress etc. wirklich das Limit oder gibt es noch mehr Möglichkeiten? Und dafür ist auch der Philipp heute. Wir machen jetzt mit dem Technischen weiter. Grundsätzlich, ich mache Produktion für ORF, RTL und ZDF, wie man das hier sieht. Ich will aber trotzdem einmal grundsätzlich sagen, was ist möglich und vor allem, was ist mit einem Budget möglich, das, sage ich jetzt mal, Blogger haben. Das heißt, ich werde auf jeden Fall auch über Low-Budget-Situationen sprechen und wie man die am besten umsetzt. Dazu werde ich auf jeden Fall einmal die technischen Grundlagen heranführen, was braucht man, Kamera, Mikrofone, zum Beispiel. Also als Beispiel hier, das wäre so eine Low-Budget-Variante und das wäre so jetzt mal eine High-Budget-Variante von einer Kamera jetzt. Das Ganze gibt es für Ton, das geht mir nicht. Also da gibt's. Nein, das ist nicht von der Staatsüberblieben, aber schaut es aus. Das sind unsere Möglichkeiten. Was natürlich auch gibt, das machen wir, wir machen so viele Live-Produktionen, gerade für die in der Stadt Graz. Man könnte es natürlich auch mit mehreren Kameras simultan live auch mischen, aber ich glaube, das würde meistens das Budget sprengen. Was auch sehr wichtig ist, ist der Schnitt. Das heißt, wenn man ein gutes Ausgangsmaterial hat, dann hat man zwar noch nicht gewonnen, aber wenn man das wirklich gut umsetzt, dann wird wirklich was Gutes draus und man kann sich dann, ja, die Leute schauen sich das natürlich viel lieber an, wenn das nach was ausschaut. Primär geht es darum, dass es natürlich sehr teure Programme gibt, mit denen man Schnitte umsetzen kann, aber ich habe mal Programme gesucht, die sehr viel Leistung haben und trotzdem nichts kosten. Also im Speziellen gehe ich heute auf der Ringshow Resolve ein, das ist von Blackmagic Design ein Programm, aber das werde ich später noch, da werde ich das dann auch noch wirklich anhand des Programms erklären. Wie gesagt, High- und Low-End-Lösungen, beispielsweise Avid, das ist ein Programm, das kostet mehrere 10.000 Euro und wird im News-System und im News-Bereich eingesetzt. Wir beginnen allerdings mit dem Claudio und der wird uns einmal über die Grundlagen des Journalistischen aufklären. So, dann kommen wir mal zu den Medien. Da gibt es natürlich jetzt, wie man an den Icons erkennen kann, verschiedenste Möglichkeiten. Bei dem blauen Hintergrund und weißen F wird wahrscheinlich dem einen oder anderen übel oder bekommt eine Gänsehaut, aber ist auch eine Möglichkeit, sich weiterzugeben oder Informationen auszutauschen. Information. Ja, ich sage jetzt nicht, wer das darstellt oder das wissen nicht die Leute. Es geht einfach darum, welche Möglichkeiten habe ich. YouTube ist zum Beispiel nach wie vor die Möglichkeit, die, glaube ich, sehr viele Leute verwenden mittlerweile, also angefangen vom WTF, Piratenpartei. NEOS vor allem ist ein sehr gutes Beispiel. Frank Stauber hat auch das ein oder andere
Also das sind alles Kanäle, über die ich kommunizieren kann oder nach außen mich mitteilen kann. WordPress, wie man auch hier sieht, Blogspot etc. So, Entschuldigung. Das alles ist natürlich eine Alternative zu den Bombenteppichen, die man. Den Bombenteppichen. Ja, wir haben im Stressler die falsche Präsentation wiedergegeben. Ah, okay. So sollte das eigentlich ausschauen. Genau, die Bombenteppiche nämlich. Das ist von Russia Today aus einer Sendung, die eine Journalistin, Abby Williams, aber bitte darauf zu achten, die Abby war sie, Nachname ist mir gerade entfallen. Die Dame ist eine sehr kritische amerikanische Journalistin. Russia Today ist eigentlich, meiner Meinung nach, das persönliche Beispiel, dass Angelsachsen für Geld alles tun, wenn man ihnen genug gibt. Und die zeigen aber nicht zuletzt, dass eben MSNBC, Fox News, CNN, was, habe ich da irgendwas vergessen? Na, ich glaube, das sind ja schon ziemlich die drei größten. Und diverse andere Newsprogramme in den USA immer mehr und mehr in Richtung Propaganda gehen. Und dann Weapons of Mass Destruction einsetzen, das sieht man auf dem nächsten Bild. Und diese Waffen der Massenverwirrung werden natürlich dafür genutzt, dass man quasi sagt, wir berichten unabhängig aus dem Irak oder sonst wo, aber eigentlich ist diese Sache mit den Embedded Journalists oder eben auch mit den Journalisten, die halt vor Ort sagen, die Lage ist so oder so kritisch, vorher von irgendeinem Zensurleser schon mal zusammengeschrieben worden, wie auch immer. Die Meinung ist nicht mehr so frei, wie man das vielleicht noch vor 20 Jahren gedacht hat. Vor 20 Jahren hatten wir, nennen wir es mal so, einen Qualitätsgaranten, das war der Kalte Krieg. Da hat der Westen noch irgendwie demokratisch sein müssen. Heute ist der Anschein der Demokratie, glaube ich, eher so zu sehen, dass es nur noch ein Vorhang ist und dahinter haben wir schon immer mehr und mehr Kontrollmechanismen, die aber durch das Internet aufgebrochen werden. Und damit kommen wir nochmal zu diesen Bildern und damit kommen wir auch zu meinem Blog. Also mein Blog ist auf Basis dessen, was eben Anfang der 1990er Jahre entstanden ist, ein Online-Tagebuch, das auf Basis von Erzählungen stattfindet, respektive auch zeigt, Moment mal, wie kann ich weitermachen? Wie will ich die Sachen weitergeben an die Personen? Du kannst auch weiterklicken, ohne weiteres. Wie kann ich mich eben zum privaten Journalisten oder zum zum journalistisch interessierten Bürger entwickeln? Also dieser Graz-Wurzeljournalismus, ich habe ein schönes Bild gemacht, was wir jetzt leider nicht drin haben, wo man mir in meinem Garten mit der Lupe sieht und eher Graswurzeln in der Hand habe, weil ich einfach den Dingen auf den Grund gehe. Woher kriege ich die Informationen? Welche Informationen gibt es im Netz? Was schreibt der Mainstream? Was schreiben einzelne Beobachter in Kiew am Maidanplatz selber? Und das sind die Themen, um die es mir in erster Linie geht. Ich möchte informieren, ich möchte schauen, ob ich immer offen bin, sei jetzt mal dahingestellt. Ich schreibe das auch oft dazu, wenn ich durch irgendwelche Parteimitgliedschaften oder sonst irgendwie sage, ich bin beeinflusst, dann schreibe ich das dazu und weise es auch aus. Jetzt hast du natürlich bei den Massenmedien, wie ich schon gesagt habe, den Nachteil, dass es taktisch gesehen wichtig ist, den Bürgern zu vermitteln, ja, wir sind ein freier Staat, wir sind eine freie Demokratie, aber wir wollen auch in erster Linie schauen, dass die Leute in das einstimmen, was wir ihnen sagen. Und genau das brechen Blogger auf. Du kannst weitermachen. Drücken. Also, und danke. Und da zeige ich mit diesen vier, oder in dem Fall fünf Dingen, die ich in erster Linie mache, also Tagebuch, Artikel, Fotoberichte, also ich habe von der Dresd-Demonstration im letzten Dezember, wo man in Österreich nichts gehört hat, 300.000 Leute in Dresd auf der Straße demonstriert haben für die Unabhängigkeit. Also ich weiß nicht, der ein oder andere wird vielleicht gelesen haben, dass in Venedig gerade ein Panzer ausgehoben worden ist während einer Razzia, weil irgendwelche Separatisten da eine alte Planierraupe genommen haben oder einen Bulldozer und die mit Panzerplatten zusammengesetzt haben.
Und in Triest gehen die Leute auf die Straßen und sagen, wir wollen unsere Unabhängigkeit. Das wärst du in Österreich nirgends. Das sind so Artikel, wo ich meinen eigenen Fokus setze, wo ich sage, ich habe das gehört, das interessiert mich. Warum höre ich davon in Österreich nicht? Okay, dann fahre ich mal hin und schaue mir das an. Ich meine, so einfach, ich bin anderer Student, habe ein gewisses Budget, bin mit einem Freund hingefahren und habe selber fotografiert, habe ein Interview geführt etc. Also ich habe mir schon angeschaut, wie ist die Lage dort. Natürlich, ich habe mit den italienischen Behörden nicht gesprochen, aber ich habe die Leute reden lassen. Das ist einseitige Berichterstattung, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es ist zumindest eine Berichterstattung als gar keine. Aber das ist auch das Argument der Massenmedien. Fotoberichte, Textinterviews und eben das nächste ist mein Videobereich, nämlich Inside Politics. Und da gibt es jetzt seit neuestem auch Befragungen. Da wird es ja dann jetzt was sehen, gleich im technischen Teil von dieser Präsentation. Interviews, Philipp Bacianda war schon mal mit mir oben am Schlossberg. Da haben wir eine Stunde lang uns unterhalten. Ich habe einen Matthias Strolz 40 Minuten von einer Wahlveranstaltung in einen Nebenraum gekriegt. Das kriegst du beim Feinmann oder beim Spinnenlecker nicht. Und das ist aber das, wo ich sage, da bin ich mehr vielleicht Literat als tagesaktueller Journalist. Weil ich sage, ich möchte mit den Leuten ein bisschen philosophieren und diskutieren. Konfrontationen, das kommt, diese Planung hätte heute sein sollen, aber ich muss leider auch zugeben, Neos und Monarchisten waren bis vor 15 Minuten nicht in der Lage, mir zu sagen, ob jetzt jemand kommt oder nicht. Also bleibt es leider bei einer Einzeldiskussion. So, Welcome to Freedom Austria, auch kurz abkürzt WTF, die machen das zum Beispiel sehr professionell. Da bin ich noch nicht so weit, weil ich habe eben, wie ich vorher gezeigt habe, diese kleine Kamera, die zwar auch in HD aufnimmt, aber dass sie irgendwo Gartenstühle aufstellen und man fängt Stronach neben einem Baum stellen, das geht bis zu einem gewissen Grad noch nicht. Ich habe meinen Fokus auch bewusst auf Kleinparteien gesetzt, weil ich weiß, bei den Großparteien sagen sie zu mir, Entschuldigung, sie haben 900 Führer, was wollen sie eigentlich von uns? Also ich finde 900 Führer von einem Strolz-Interview oder 120 bei Philipp Bacianda oder beim Herr Klee von der Piratenpartei, 140, 150, was in der Richtung, das ist für mich sehr viel. Das zeigt für mich, im Moment, Leute schauen sich das an. Meine Sendung ist auch etwas von Folge zu Folge unterschiedlich. Einmal bin ich am Schlossberg, einmal bin ich im Kunsthaus, dann dauert die Sendung vielleicht nur 40 Minuten, dann dauert es eine Stunde, dann nur 25, habe zwei Leute, habe vielleicht zwei Leute gleichzeitig oder schneide Interviews mit zwei Leuten zusammen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, auch das heutige ist eben das erste mit Live-Publikum. Also ich habe immer gewisse Unterschiede, die Fragen sind auch nicht dieselben, logischerweise, wäre echt schade, sonst, wenn du immer nur dasselbe fährst. Und das, glaube ich, macht es interessant, weil die Leute sehen, hey, der Typ nimmt sich Zeit, weil bis zu 8 Stunden sitze ich mal an solchen Dingen und irgendwie ist das auch eine, sage ich mal, gewisse Art Befriedigung. So, zum Textbloggen. Ja, hier steht, wie schreibe ich? Toll. Also, was schreibe ich, wie schreibe ich? Also, das ist sehr unterschiedlich, ich habe das vorher schon mal ausgeführt. Einmal sind es so Linksammlungen, ich kriege von Leuten Informationen, hey, da die Anstalt ZDF, aha, denkst du, 40 Minuten Comedy, die eigentlich reinste Berichterstattung auf einem sehr offenen Niveau sind. Gut, das möchte ich weiter teilen, das gebe ich weiter, dann schreibe ich einen kurzen Satz dazu, wie der Fefe, ich orientiere mich auch an ihm, ich sage es, wie es ist. Und dann gibt es wiederum so Tage, wo ich sage, puh, jetzt habe ich irgendwie 4 Stunden Zeit und schreibe mal an 900 Wort Klotz dahin und verlink und so weiter und tu mir halt auf gewisse Themen wie gestern zum Beispiel Hypo nochmal reinschmeißen. Aber diese ganzen großen Geschichten wie Hypo-Skandal oder weiß nicht, Neidl und so weiter, bis zu einem gewissen Grad hört man eh genug davon und da sage ich, da gibt es Qualitätsbretter, die Leute kriegen dafür Geld.
lese lieber manchmal das und ich schreibe meine 10 Wörter dazu, verlinke es und die Leute haben genauso ihren Deutungswert. Die Kernaussage ist natürlich sehr wichtig, da muss ich mir selbst oft ermahnen, weil weniger ist nun mal mehr. Und das andere ist, ich kenne es von mir, nicht jeder liest so 15 A4 Seiten durch. Nice try, aber nicht jeder will immer sozusagen seine Zeit dafür investieren. Aber, weil wir beim Thema Zeit sind, Quellen sind ein ganz wesentliches Thema. Da gibt es schon mal das ein oder andere Telefongespräch mit dem Herrn Pachando oder mit diversen anderen Personen, wo ich dann einmal Alexander Schimetz von den Monarchisten, ich muss sagen, ich bin ehemaliges Mitglied der Monarchistischen Partei Österreichs und auch der Piratenpartei und war in der Steiermark bei der Gründung dabei. Ich bin aus persönlichen Gründen nicht mehr, respektive irgendwann habe ich gesagt, geh raus aus der Parteiarbeit und gehe als ehemaliger Insider in den Journalismus hinein. Und das ist mein persönlicher Zugang dazu. Daher kenne ich mich auch politisch, glaube ich, recht gut aus. Stammpublikum generieren. Ich habe ein paar Leute, ich sage es für Sie, es sind ca. ein halbes Dutzend, die standardmäßig bei meinen Abonnements dabei sind. Aber meine Hauptvertriebskanäle, das sind eben meine Freunde über Google Plus und Facebook, wo ich sozusagen die Leute dazu motivieren, mir zu folgen oder auch nicht. Wie bleibe ich aktuell? Na, 2 bis 3 Mal in der Woche muss man schon schreiben, weil sonst hast du einfach beim Blick der Statistik so die schöne Gerade bei der Null und keiner ist das, was du schreibst. So, zu den Plattformen. Ich selber verwende Blogspot. Ein Freund von mir verwendet WordPress. Die Sachen sind natürlich gratis. Die Sachen schränken bis zu einem gewissen Grad im Layout ein. Wenn man bei WordPress weiß ich es jetzt nicht auswendig, aber beim Thema Blogspot hättest du die Möglichkeit, wo sagen, du musst seit 10 Jahren in den Hintern beißen, dass ich mich mit HTML und diversen Programmiersachen auseinandersetze. Ist ein bisschen so ein Thema, Hassliebe, sage ich mal. Du könntest dein Layout selber bearbeiten, keine Frage. Ist eine Zeitfrage, ist eine Frage, will man es nicht tun. Dafür gibt es dann HTML-Feuer. Die eigene Domain kann man natürlich aufschalten. Meinungsfreiheit ist gegeben, wobei, ich sage es, wie es ist. Wir haben eine rechtliche Situation, die bis zu einem gewissen Grad die Meinungsfreiheit sehr wohl einschränkt. Und man muss bei diesen ganzen Impressen etc. aufpassen, weil es kann bei Ermittlungen der Poster, also das ist dann in dem Fall sehr wohl auch Google, zur Herausgabe meiner Daten verpflichtet werden. Und Beispiel, irgendein Whistleblower oder sonst irgendwas, was jemandem nicht passt zum Thema Korruption oder so, wird von mir geblockt. Und dann heißt es auf einmal, ich muss zu einer Einvernahme und ich habe keinen Schutz, ich kann mich nicht auf die Pressefreiheit ausreden. Das gibt es als Blogger nicht. Du bist freiwillig. Individuelles Design ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Du kannst zwischen fixen Templates auswählen, kannst aber eben selber auch was machen. HTML for your own, ich glaube, die meisten kennen sich gut genug aus, da braucht man dazu nicht wirklich viel sagen, außer you are your own master, Scott Pilgrim. YouTube, das ist für mich eben der zweite, oder vom Konsum her der wichtigste Kanal, eben gratis, du hast keine Längenbeschränkung, wenn du dich eben auch authentifizierst. Von der Bedienung her glaube ich, es gibt ein paar Sachen, die könnten verbessert werden, aber im Großen und Ganzen passt es. Und natürlich grafisches Layout ist vorgegeben. Zur Recherche, sauber recherchieren ist eben noch immer das, was dir am wenigsten Zeit kostet, weil je sauberer du recherchierst, ist weniger Arbeitsaufwand später. Quellen prüfen und angeben, da habe ich jetzt so ein schönes Beispiel, was ich kurz genauer erläutern möchte. Hier steht Quelle, ich habe das jetzt so bewusst genommen, aus einer, eigentlich hätte ich dann nochmal Quelle von Quelle schreiben müssen, aber
Das ist ein Beispiel von einem Sheet aus von der Vorlesung General Management and Organization auf der TU Graz. Hier steht als allererstes einmal der Autor, dann der blaue Ozean als Strategie, also Blue Ocean, das ist eine Strategie im Bereich Management. Der, wie man neue Möglichkeiten schafft, das ist, wo es keine Konkurrenz gibt und so weiter und so fort. Das ist der Titel vom Buch, dann kommt Hansa, das ist der Verlag und dann kommt das Jahr. Also haltet euch immer dran, es ist nicht das erste Mal gewesen, dass man einen Bösenbrief von irgendjemandem bekommt, was heißt, dass mir nicht angeben, das ist Kopie und Copyright-Verletzung und so weiter. Ihr erspart euch viel Probleme. Kurz und prägnant, das sage ausgerechnet ich, der gleich mal so zwischen 900 und 1500 Wörter in manchen Artikeln schreibt. Das, je besser, ich bin mit kurzen Artikeln und so mit Linksammlungen oft mehr zufrieden als mit großen. Ich bin auch jemand, der nicht immer gern seine eigenen Artikel durchliest, also bei Rechtschreibung hat mir der ein oder andere schon gesagt, du solltest dir lieber die Stunde mehr Zeit nehmen und lassen. Im Zweifel andere lesen lassen, das ist eben das, was ich gemeint habe, verlinken. Und Ihren ist menschlich, sprich, wenn man Blödsinn schreibt, niemand ist böse auf euch, wenn ihr sagt im nächsten Artikel, Entschuldigung, das ist mir passiert. Ausrüstung, ja, gesunder Menschenverstand ist, glaube ich, mal Voraussetzung, und ein bisschen dahin. Technisches Equipment, ja, ob das jetzt das kleine Mikrofon noch aus dem Soundbaukasten ist, so ein nettes Tonaufnahmegerät, was knapp 100 Euro kostet, eine Videokamera, in dem Fall Cisco Flip, die hat mir 20 Euro Gebrauch kostet, oder eine kleine Bridge, sage ich mal, mit dem Ding kann man doch ein paar nette Aufnahmen machen. Kostenpunkt, je nachdem, wie viel du wirklich ausgeben willst, sage ich mal, zwischen, wenn du alles Gebrauch kaufst, kriegst du wahrscheinlich das ganze Zeug um 250 Euro oder 300. Und wenn du alles neu kaufst, sind es ca. 800. 600 bis 800, da bist du sicher gut dabei. Zettel, Bleistift, das günstigste und noch immer die effektivste Methode, sich Sachen aufzuschreiben. Und natürlich bei, im absoluten Zweifel, mir ist nicht einmal passiert, dass ich unterwegs war zu einem Interview und dann draufgekommen bin, scheiße, da fehlt mir ja was, nämlich der ausgedruckte Zettel. Gutes Quellenmaterial, eine gute Bibliothek hat noch nie jemandem geschadet, sei sie jetzt digital oder sei sie in Form von Büchern. Ein gutes Netzwerk, ja, ohne Freunde geht es auch hier nicht und ich habe heute auch mit Gianni Christschak, der mir beim aktuellen Videoprojekt geholfen hat, bei der Übersetzung von Italienisch ins Deutsch, wo wir auch Untertitel einbauen werden, es ist wichtig, du brauchst Leute, die Kontakte haben, es ist wichtig, du brauchst Leute, die Fähigkeiten haben, die dir eben helfen. Wenn du es groß aufziehen willst, dann brauchst du auch ein gutes Netzwerk. Technisches, das bist du. Moment, mach das weiter. Ja, schau, dass ich mich möglichst kurz halte. Ja, ich war ein bisschen länger als geplant. Grundsätzlich ist die Aufteilung in drei Produktionsbereiche gegeben. Und zwar geht es um die Vorproduktion. Da geht es darum, ich muss Medien vorbereiten. Ich muss mir schauen, wen interviewe ich, was für Möglichkeiten habe ich, wo mache ich das. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also da gilt wirklich, Vorbereitung ist die halbe Miete. Wenn die Vorbereitung passt, dann kann mehr oder weniger nichts mehr schief gehen. Das nächste ist auf jeden Fall die Production on Location, sprich, dann wird es zum Beispiel da sein, ist es on Location. Da geht es darum, dass wirklich alles funktioniert und da dann auch wirklich bringt einem das Know-how, das heißt, bei bestimmten Situationen, wie reagiere ich, das ist einfach ganz wichtig und das kommt mit Erfahrung und mit der Zeit. Und da ist wirklich zu schauen, besser mach es gescheit und dreh die Szene noch einmal oder mach den Ton noch einmal, schau, dass das wirklich passt. Also ich stehe dann beim Schnitt in der Post-Production da und habe dann blödes Material und muss dann viel mehr Zeit aufwenden, um das wieder irgendwie auszubügeln. Allgemein gilt die 80-20-Regel, das was sagt, und zwar da geht es darum, in 20% der Zeit schaffe ich 80% von meinem Aufwand und diese letzten 20% an Arbeit, dafür brauche ich 80% der Zeit und das ist wirklich sehr wichtig, also oft
verlauft man sich dann mit der Zeit und versucht alles perfekt zu machen. Ich sage jetzt mal 80%, das ist wirklich was, wo man uns meistens dazu stehen kann. Vor allem mit der Erfahrung wird diese Qualität und diese Spanne immer besser. Und das Letzte ist natürlich dann das Publishing, das heißt, das gehört eigentlich zur Post-Production mehr oder weniger zu, aber da werde ich noch ein paar Einblicke geben, wie man das auf YouTube und wie man es am besten managt. Ich beginne auf jeden Fall einmal mit der Vorproduktion, mit der Vorbereitung von so einer Produktion. Und das Erste ist einmal das Wichtige, ist einmal, welche Kameras habe ich, und das kommt dann auch später, da geht es ums Drehbuch und wie ich mir das überlege, wie ich sowas schneide. Das Nächste, Akkus. Es ist wirklich blöd, wenn man dann dort steht und man hat keinen voll aufgeladenen Akku. Das ist dann immer ein Zittern, ist glaube ich eben schon mal passiert. Gleich geht es um Speicherkarten und Kassetten. Schaut wirklich, ob die Dinger wirklich leer sind und wirklich funktionieren. Das Nächste, also je nachdem wie man dreht, Stativ. Das ist natürlich eine sehr massive Geschichte. Oft macht es natürlich auch einen Sinn, die ganze Geschichte, wenn man vor allem mehrere Leute hat, die das Interview führen, das Ganze von der Schulter zu machen oder irgendwelche irgendwie anders, sage ich jetzt einmal, zu drehen. Beispielsweise Steadicam oder Kamera dafür ein höheres Budget jetzt. Falls sie jetzt auch Licht verwendet, das heißt, falls sie das Ganze wirklich sehr schön ausleuchten möchte, natürlich muss ich schauen, dass ich die Birnen und die gesamte Verbrauchmaterial, da geht es wirklich um Kabel, einfach oft diese N+1 sind und dann ist es recht wichtig, dass ich sage, ich habe eins mehr mit, als ich eigentlich brauche. Das heißt, der Kabel kann ich nochmal abweisen, Akku kann kaputt gehen, der Speicherkarte kann kaputt gehen. Gleich Akkus für Mikro, und vorne liegt ein Kameramikro. Es ist besser, ich kaufe diese 9 Volt Batterie und tue sie vorher rein, sie steht dann wieder am Mikro da, das nicht funktioniert. Das Nächste ist wichtig, und da geht es um die Venendatei, die Vorbereitung. Lower Third sagt euch sicher allen was, vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst. Wenn ihr ORF schaut, steht immer unten die Einblendung mit Name und wer ist diese Person eigentlich. Und das kann man sich vorher Zeit nehmen und sich dazu über ein Design überlegen. Ich zeige das nachher noch einmal in DaVinci Resolve, wie das genau ausschaut. Aber grundsätzlich, das sind einfach so Dinge, die man sich vorbereiten kann. Und das wird meistens Aufspann-Intro, die werden meistens gleich ausschauen. Da sollte man schauen, dass man sozusagen einen Wiedererkennungswert ganz am Anfang beim Video drinnen hat. Das ist recht wichtig, weil sich dann die Leute sehen, ah, das Video, das, den Aufspann kenne ich ja, das gehört genau zu dem und das ist einfach der Wiedererkennungswert. Das ist auch bei diesen Werbeslogans, das ist mehr oder weniger genau der gleiche Sinn dahinter. Und dann sollte man halt schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Event bin, dass man vorher die Mediendatei zum Beispiel Linux Pinguin besorgt und den vielleicht irgendwie herrichten, Photoshop geben, wo auch immer. Das Nächste ist eine Drehbucherstellung. Also das ist jetzt nicht wirklich, dass ich sage, ich zwinge meinem Interviewpartner jetzt auf, was er zu sagen hat, sondern da geht es mehr darum, wie stelle ich die Kameras auf, wie viele Kameras habe ich, was für Mikros verwende ich und wie ich das dann auch später im Schnitt umsetzen werde. Und da ist vielleicht wirklich wichtig, dass man sich das vorher überlegt und dann nachher, dann hat man es sehen, was man daraus schneiden soll, was einfach zusammenpasst. Und dann haben wir Einspieler, Mediendateien, wie schon bei Punkt 2 genannt. Das war wichtig, wenn man das vorbereitet und sich auch wirklich Gedanken drüber macht. Das Nächste ist die Production On Location, das heißt, wenn ich dann dort bin, ist wichtig, dass man schaut, was will ich machen anhand des Drehbuches, dass ich wirklich schaue, diese Szenen, die ich brauche, dass ich die schnittfertig so drehe und dass die auch wirklich passen. Dann habe ich in der Post-Production einfach viel weniger Aufwand und dann geht das ganz gut. Eine interessante Regel ist der goldene Schnitt. Im Videobereich wird er gerne als Drittelregel zusammengefasst. Zeige ich nachher noch einmal, da geht es um goldene Proportionen. Es schaut einfach viel natürlicher aus und das Interview wirkt gleich noch vieles besser. Objektive Bildkontrolle, sprich Waveform-Monitor oder Rektoskop, das ist natürlich, wenn man es sich leisten kann, nicht schlecht, daran komme ich dann nicht im Nachhinein drauf, boah, das Bild ist jetzt immer Blende oder was überbelichtet, aber damit kann ich das Material dann mehr oder weniger zum Weghauen. Für diese Drittelregel, kennt ihr aus dem ORF, kennt ihr von jeder größeren TV-Produktionsfirma, dass die Person auf der linken Bildhälfte steht und nach rechts schaut. Und das Ganze sollte man abwechseln, immer links, rechts, damit einfach ein bisschen Dynamik reinkommt, sonst schaut das dauernd einfach fad aus. Beim Audio ist wichtig, also wie mache ich das System? Wie zeichne ich den Ton auf? Wie viele Leute habe ich auf der anderen Seite, die ich aufzeichnen muss? Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Im Film zum Beispiel wird das einfach mit einem Overhead-Mikro abgenommen. Es gibt die Möglichkeit, ein Handmikro mit den normalen Interviews per Seitenblick zum Beispiel. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt wirklich länger rede und zum Beispiel der Interviewer fix ist, dass ich dem ein Ansteckmikro oder ein Mikro dranhänge.
Natürlich, wenn ich jetzt mehrere Tonspuren habe, ist die Frage, habe ich eine kompetente Person, die mir den Ton gleich abmischt und gleich fertig auf einer Monospur summiert, oder muss ich sagen, ich muss das mit mehreren Spuren aufzeichnen, mit Spuren selber zusammen. Zweiteres ist wahrscheinlich gescheiter, weil ich einfach die Möglichkeiten danach habe. Dass wenn ich irgendwo ein Problem, irgendwo eine Interferenz drin habe, dann ist das natürlich blöd. Was dann wirklich allgemein wichtig ist beim Ton, ist hoher Schallpegel. Das heißt, wenn es draußen ein bisschen ein Wind geht und das Mikro, wenn man ein Interview geführt, zeigen wir euch nachher, und das Mikro ist einen halben Meter weg, dann hört man einfach die Hintergrundgeräusche mehr, und es kann dann einfach sein, dass da ein bisschen, dass der Ton nicht so sauber ist. Also da möglichst schauen, dass der Schallpegel hoch ist. Thema Hintergrundgeräusche, ja, das fällt und steht eigentlich mit dem Mikrofon. Und rumschleifen, regulär vom Home abnehmen, schaust, dass er unter die Hammer oder was reintust, dass da nicht irgendwo abkommt und dann mit auf allen Tonspuren hat. Nächstes, also das ist wieder eine eventuelle Geschichte, wenn es nicht passt, ist die Lichtaufstellung. Jetzt im Prinzip ja noch ein paar Grundlagen, dass ihr Hauptlicht von vorne oder leicht von der Seite habt, ein Spitzlicht, damit das Ganze natürlich hinten von natürlich ausgeleuchtet wird. Und dann ist natürlich noch das Effektlicht, sprich zum Beispiel ein blauer Scheinwerfer im Hintergrund auf die Wand oder so. Oder hinten ein Plakat, das ja auch repräsentativ für ein bestimmtes Thema ist. Und dann ist wichtig, über Auskreuzen von Kamera und Licht kriege ich im Hintergrund die Schatten weg. Sieht man bei Fotos typisch, wenn jetzt einer direkt blitzt, habe ich im Hintergrund genau die Schattenkonturen. Das soll nicht sein, weil wenn sich die Person bewegt, dann sehe ich im Hintergrund die Schatten und das schaut einfach scheußlich aus. Was noch wichtig ist, ist, dass hinten die Leute, die hinter der Kamera stehen, dass das Licht so aufgestellt ist, dass wenn die sich bewegen, dass ich dann im Bild die Schatten durchhabe. Ja, wir haben das Material jetzt produziert, wir haben das jetzt fertig auf unserer Kamera, jetzt müssen wir es runterprobieren, jetzt geht es darum, das Ganze zu schneiden und zu bearbeiten. Prinzipiell haben wir unser Drehbuch, also unsere Ideen, wie wir diesen Schnitt gestalten, und den müssen wir uns jetzt einmal je nach Programm einfach umsetzen. Da gibt es eben mehrere Möglichkeiten, diesen Workflow zu perfektionieren oder sehr gut auszulegen. Und ein wichtiges Problem bei, oder ein großes Problem bei Mehrschnitt, also Mehrkameraschnitt, ist der Achssprung. Da geht es darum, wenn ich eine Gruppe filme, diese zwei hier stehen und ich filme von dieser Seite drauf, dann sitzt die Person, die eine Person auf der linken Seite und die andere Person von der rechten Seite. Wenn ich jetzt von dieser Seite filme, dann sitzen die Personen genau andersrum und das wird für den Beobachter extrem. Das ist einer der größten Fehler, selbst beim ORF. Wie vorher schon gesagt, bei der Zweidrittelregel oder Drittelregel, links und rechts die Interviews so tauschen, dass es halbwegs nach was ausschaut und so Dynamik entsteht. Weil dann schaut es auch so aus, als würden die Personen noch interagieren. Das heißt, als würden sie miteinander reden. Wichtig beim Ton ist, dass die Kanten, also dass ich, wenn ich jetzt in einem lauteren Bereich interview, die Hintergrundgeräusche lauter sind, dass ich dann nicht abrupt auf eine leise Szene umschneide, weil das kommt einfach extrem schief rüber. Also das ist eine, und in die andere Richtung haut es mir wahrscheinlich, wenn ich die Kopfhörer weg habe und laute, was man die Ohren hat, raus. Also da schauen, dass da wirklich ein konstanter Schalldruckpegel auch rauskommt. Gleich gilt fürs Balancing. Man kann ein bisschen reinbalancen, dass das dann ein bisschen räumlicher rüberkommt, aber das nur wirklich, wenn man es kann. Sonst kann das schnell nach hinten losgehen. Kannst dann das Schalldruckpegel mit normalisieren. Ja. Und dann gibt es eine Möglichkeit, Schnittmusik zu hinterlegen. Muss man rechtlich aufpassen, weil auf YouTube, also wenn man was hochladert, wird es ja meistens wieder zurückgeschmissen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, kurze Sequenzen zu nehmen, die Musiksequenzen zu schneiden, weil sie meistens nicht erkannt. Und das nächste ist rechte freie Musik, entweder selber machen oder einfach schauen. Es gibt rechte freie Musik, die kann man sich einmal kaufen, dann kann man sie immer rein. Und dann brauche ich nicht jedes Mal 20.000 Euro Lizenzgebühren für eine Minute Zeit. Theoretisch zumindest. Ja, wir kommen dann aufs Gleiche zurück. Musikrechte sind extrem teuer bei einer Werbung. VW, da kostet die Musik 30.000 Euro, und aber der Film, der dann halt wirklich in der Werbung läuft, der kostet zig Millionen, und damit fällt das verdienen auch für uns Kleinunternehmer, oder die können wir uns das einfach nicht leisten. Journalistisches Recht, hast du schon erwähnt, da geht es einfach darum, dass, ja, einfach um die Meinungsfreiheit in der wichtig auch Quellenangaben, schauen, dass euch die Quellenangaben, dass euch dann nicht nachträglich, wenn ihr das Interview dann hochstellt, dann zerlegen und irgendwo nachher hat es das.
das ist jetzt, sag einmal, der Großteil, sag einmal, da habe ich dann mal fertig das Video, das wird ausgerendert und jetzt geht es darum, in was für Format rende ich. Das ist oft sehr wichtig, weil ein Kollege hatte auch schon mal ein Problem mit, was ich da jetzt noch dazu sagen will, das sind MPEG, das sind mehrere Formate, die eigentlich zusammengehören, sind aber verschiedene Fotos. Also, ja, mich jetzt bitte nicht erinnern auf dieser Folie. Grundsätzlich MPEG 2 und 4 und H264, also H264 ist auf jeden Fall ein vektorkomprimiertes Format, das so ziemlich das stärkste ist, das derzeit eigentlich am Markt ist, sprich extreme Qualität bei extrem wenig Bitrate. Und AVCAD ist eine ähnliche Komprimierung. Dann gibt es noch, das sind die im Castium-Bereich und Broadcasting-Bereich, also das typische XDKMHD, was im ORF zum Einsatz kommt, DBX bei Kino, das ist Einzelbildkomprimierung. Und dann hat man dann wirklich Einzeldateien, die nimmt YouTube nicht an, und RAW-Formate, die sind dann richtig groß, das heißt, da braucht man dann wirklich viel Speicherplatz. Das nächste ist der Upload bei YouTube oder Facebook. Wichtig ist ein aussagekräftiger, kurzer Titel. Es ist, da sollten möglichst die wichtigen Hauptkeywords wie bei SEO vorkommen, weil nach denen wird man dann gefunden. Und vor allem die Keywords sollten so gewählt werden, dass man jetzt nicht extrem viel Inhalt hat, dann wird man erst dann gefunden, wenn man dann wieder reduziert wird. Nächstes ist Uhrzeit des Uploads. Wenn ich jetzt gerade in Österreich bin, ich habe zum Beispiel eine Firma, da kann man sich dann die Statistiken anschauen, wann sind meine User online. Und im Endeffekt läuft es dann mehr oder weniger darauf hinaus, dass ich so um 20 Uhr am Abend die meisten Leute habe, die online sind, natürlich die Chance, dass sich die Leute das anschauen, natürlich viel größer ist, und natürlich ist die Reichweite dann auch viel größer. Und da sollte man natürlich auch rechnen, wenn ich sage, ich habe jetzt ein 500 Megabyte File, bis das verarbeitet ist, braucht es 2 Stunden oder was, je nach Plattform, und dann sollte man sich die Zeit halt einrechnen, und beginne ich halt nach um 18 Uhr mit dem Upload. Wichtig ist, Kommentare aktivieren, es fördert einfach die Reichweite, weil die Leute, die kommentieren, die schauen sich das an, die schreiben dazu, andere Leute schreiben wieder dazu, und dann schaukelt sich das auf, und dann erweitert sich die Reichweite meistens sehr gut. Nächstes ist gerade bei Facebook Verlinkungen. Wenn du jetzt irgendwelche Personen kennst, die da vorkommen oder die das interessieren könnte, verlinkt es. Die schauen sich das Video dann an und die verlinken dann vielleicht andere Leute. Damit steigert sich die Reichweite zumindest exponentiell. Im Glück, wenn man Glück hat. Ja, und dann kann man eben, sieht man oft am Anfang bzw. am Ende im Video, dass da Abspann drin ist und dass ich dann auf andere Videos von diesem Blog, von dieser Serie weitergeleitet wird. Das ist eigentlich sehr gut, weil damit kann ich meine anderen Videos pushen. Das nächste ist die Verwaltung. Also grundsätzlich vom Kommentieren sollte man nicht irgendwie beim Anmalen oder irgendwie bei einer Kritik, da kommt einfach versuchen, immer möglichst freundlich. Ist oft nicht so leicht, wenn man angefangen wird, aber man sollte sich dann mehr oder weniger zurückhalten, weil es dann einfach viel besser kommt. Wichtig ist aktuell bleiben. Man sollte nicht, wenn man jetzt so, jetzt poste ich einmal oder mache für 3 Monate kein Video, dann interessiert sich keiner für den Post, für meinen Blog, und dann wird er meistens untergehen. Das heißt, man sollte zumindest so eine Art Storytelling einsetzen. Da geht es einfach darum, dass man immer dem User kleine Häppchen an Informationen gibt, die er sich gerne anschaut und da auch eher kurz und prägnant halten. Die nächste Werbung wäre Werbung schalten. Das gibt in 2 Richtungen, entweder ich schalte auf meiner Seite Werbung, das heißt, es kommt am Anfang oder dazwischen einfach eine Werbeeinblendung und man mit Geld verdienen. Die andere Richtung wäre, wenn das Budget da ist, dass ich auf anderen Seiten mir die Werbung schalten, dass die Leute auf mein Video kommen. Wie gesagt, hängt alles vom Budget ab und auch von der Einstellung. Also, ob es wirklich mit einem vereinbar ist, dass man Werbung schaltet, weil oft kann das nämlich genau nach hinten losgehen, dass ich dann eben keine Views mehr habe, weil die Leute sehen, Werbung und ich habe. Das ist etwas, wo ich kurz einhaken will. Ihr bewusst auch vom Blogspot immer wieder sozusagen dieses anonyme Angebot bekommen. Ihr bewusst darauf verzichtet, weil man gedacht hat, ja, wegen die 5 Klicks auf die 10 Cent kann ich verzichten. Und da halte ich mir echt eher an Fefe und sage, no, aber das muss jeder, wie der Kollege sagt, für sich selber entscheiden. Ja, dann dürfen wir uns mal fürs Erste für die Aufmerksamkeit bedanken.
Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Ringe besorgen, noch einmal zeigen, wie man so einen Schnitt umsetzt und wie das Ganze ausschaut. Ich sage es gleich, Arbeit auf Windows, allerdings gibt es das ganz gleiche Programm, aber auf Linux. Das heißt, das hat bei mir nur einfache Workflow-Gründe und ich wollte mir jetzt nicht einfach Linux drauf installieren. Es geht wirklich eins zu eins gleich. Ja. So, und danach findet noch eben das Live-Interview mit dem Philipp Pacianda statt. Und wir kommen jetzt sozusagen in die zweite Hälfte unseres Vortrags. So. Das ist das DaVinci Resolve, kann gratis, die Live-Version kann gratis heruntergeladen werden von Blackmagic Design, ist ein Kamera- und Equipment-Hersteller. Grundsätzlich, wir haben jetzt gedreht, man sieht da unten diese Clip-Datei, das ist einfach eine fertige Videodatei, wie wir sie aus der Kamera nach dem Caption herunterbekommen. Dazu habe ich jetzt aus Gründen, weil in DaVinci Resolve das Tonmanagement eher sehr schwer möglich ist, gerade bei diese Kamera hat 8 bzw. 16 Audiospuren, da ist das dann oft ein bisschen problematisch, deswegen habe ich das in einem externen Programm gemacht, kann aber durchaus bei einer einfachen Kamera intern mit diesem Programm gemacht werden. Da hier habe ich die ganzen Lower Thirds herunter, das sind einfach Einzelbild-Einblendungen, das werdet ihr euch danach auch noch sehen. Grundsätzlich habe ich da hier heroben meine Library, das sind meine ganzen Dateien, das ist ein ganz normales Dateisystem, habe ich meine Dateien herinnen liegen und ziehe sie einfach da herunter hinein. Da unten sieht man, das sind die mehrere Post-Production-Schritte. Das erste ist einfach einmal die Medien auswählen, das zweite ist der Schnitt selber. Man sieht da hier ganz normales Timeline-System. Man hat mehrere Videospuren. Oben kann man die DSK bzw. übereinander nach oben, also da herunten, ist die unterste Ebene und wenn ich jetzt was drüber lege, dann erscheint es natürlich im Stream drüber, das heißt, es wird darüber gelegt. Das ist mehr oder weniger der Sinn der Sache, ich würde das jetzt einmal wiedergeben. So schaut das aus, wenn ich das dann fertig habe. Grundsätzlich ist der Workflow in diesem Programm so, dass ich zuerst die Medien auswähle, hineinziehe in die Timeline, also da herunten. Das ist ganz normales Drag and Drop und dann einmal einen groben Schnitt erzeuge und dann kann ich in die Color Section gehen und hier kann ich die Farben einstellen. Das ist einfach ein extrem gutes Programm, um Farben anzupassen. Also es passt, selbst wenn ich ein gutes Licht habe, kann einfach sein, dass die Farben völlig dahin sind und das kann man sich jetzt am Beispiel von diesem Video hier zum Beispiel anschauen. Da auf der rechten Seite herum habe ich meine Farbkorrektur. Grundsätzlich, man muss keine Farbkorrektur machen. Das ist nur, wenn man einfach Zeit hat und sich damit spielen will, dann kann man einfach extrem viel rausholen. Und so schaut das Originalvideo aus. Auf der rechten Seite, der linken Seite herum sieht man das. Und wenn ich da jetzt meine Bearbeitung drüber habe, dann merkt man einfach, da kommt einfach der Kontrast daher und das schaut einfach viel besser aus, als wenn ich das jetzt einfach direkt aus der Kamera rausnehme. Und das gilt wirklich für alle. Also wenn ich jetzt das Video da, das ist das Schöne, es werden die Clips einzeln daher aufgereiht und ich kann auf jeden Clip draufklicken. Das heißt, da oben läuft die Timeline trotzdem noch, aber ich kann die Videos einzeln anschauen. Grundsätzlich läuft so, ich habe ein Primary, also das ist einfach einmal die Hauptfarbabweichung, sekundäre Farbabweichung, dann habe ich die Farbe und die Helligkeit getrennt, um da hier den Kontrast nur von der Helligkeit zu steuern. Hat den Grund, weil wenn ich den Kontrast der Farben auch noch anziehe, dann wird das meist übersättigt und das ist einfach ein Trick, um das zu umgehen. Und mit diesem Layer-Mixer füge ich das wieder zusammen und dann komme ich auf dieses fertige Bild, das sehr ausgeglichen ausschaut. Da am Ende gäbe es dann unter Delivery die Möglichkeit, das Ganze herauszurendern. Da ist, wie gesagt, eben die Möglichkeit, dass ich aus allen möglichen verschiedenen Dateiformaten der Auswahl habe. Also da kann ich von AVI, MXF ist eben dieses XDCAM HD-File,
ich kann ein ganz normales Quicktime, also ich habe da eigentlich alle Möglichkeiten. Und das, wie Lerner sagen, es ist unter Linux das ganze gleiche Schema. Also es funktioniert, es werden die ganzen Codecs werden installiert. Das heißt, ich brauche das wirklich nur installieren und habe alle Möglichkeiten der Wiedergabe. Also man braucht sie da jetzt nicht mit Quicktime raufspielen, sondern das wird wirklich von dem auch installiert. Ja, das ist mehr oder weniger der Workflow von dem Programm und ja, ich hätte jetzt gesagt, falls da irgendwelche Fragen kommen, können wir mal darauf eingehen, wie man bestimmte Dinge einfach am besten umsetzt. Sonst würden wir gleich. Sonst irgendwelche gratis oder Open Source Videoschnitt-Tools noch ausprobiert? Also jetzt im Vergleich. Ich selber habe jetzt keine ausprobiert. Ich habe jetzt selber auf Premiere Pro Basis. Hat einfach den Grund, weil das teilweise einfach Vorgaben sind, dass wir mit dem arbeiten. Und weil man einmal mit einem Programm arbeitet, dann soll man eigentlich nicht davon weggehen. Weil man weiß dann, wie die Shortcuts, wo was liegt. Und das ist dann einfach super, wenn das auch von selbst mit Updates dann eigentlich alles gleich bleibt. Das ist wirklich sehr wichtig. Also man sollte mal schauen, mit welchem Programm komme ich grundsätzlich am besten zurecht und dann sollte man bei dem bleiben. Wenn man Quick and Dirty Lösungen haben möchte, dann gibt es natürlich PTV oder Autoshot. Das sind recht gute Möglichkeiten, die aber verwenden nicht die Bandbreite die Bandbreite bieten, die jetzt zum Beispiel eben DaVinci Resolve anbietet. Aber ich habe mit PTV und mit OpenShot recht passable Ergebnisse zusammengebracht, aber natürlich nicht auf dem Qualitätsniveau. Grundsätzlich die Möglichkeiten, also gerade beim DaVinci Resolve, sind mehr oder weniger unbegrenzt. Also ich kann Farbkorrektur in einem Niveau machen, das Programm wird auch für Kinofilme verwendet. Hat nur den Unterschied, es gibt die Lite-Version und es gibt die Pay-Version, die ich kaufen kann. Und da reden wir dann wirklich im Unterschied von 30.000 Euro zu 0 Euro. Und das DaVinci Resolve in der Gratis-Version, also in der Lite-Version, hat den einzigen Nachteil, unter Anführungszeichen, ich kann nur HD rausrendern. Was heutzutage YouTube, die verkraften sowieso nur HD und rendern das runter. Also sage ich jetzt einmal, habe ich damit gar keine Einschränkung. Ein paar Probleme gibt es halt natürlich dadurch, dass das System nicht auf Multi-GPU und nur auf einer einzigen CPU arbeitet, aber ich glaube mal, für das, dass es nichts kostet, kann man auf das eingehen. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht wirklich das Problem. Dann braucht es halt ein bisschen länger. Das Software gibt es noch für Linux oder auch für Das läuft auf Linux, also das ist jetzt das Gesamt. Das schaut absolut gleich aus. Ja. Das ist jetzt auf Windows. Ich arbeite selber auf Windows, weil das für uns vorgegeben ist und weil ich einfach den Workflow selber viel lieber habe. Aber grundsätzlich schaut das die Maske. Schaut absolut gleich aus. Also der Workflow ist absolut gleich und das ist das Gute an dem Programm. Das heißt, das ist nur für Video oder auch für Audio? Audio auch. Also wenn man da jetzt sieht, da hier drunter, also ich gehe jetzt noch einmal in den Edit Mode, da drunter habe ich Audio, das ist die Audiospur zu diesem Video dazu. Und kannst du mal kurz die Audiospur laufen? Oder? Ich habe jetzt nur leider, glaube ich, keine Boxen dabei. Kann man zum Beispiel eine CD bearbeiten? Oder muss es? CD, ja, also kann ich da zeigen, das da hier. Ist eine Audiodatei, eine ganz normale. Ja, so. Und die kann ich ganz normal hineinziehen. Also ich habe jetzt da nur eine zweite Timeline vorbereitet. Wenn ich da jetzt bin, kann ich das Audio nehmen und da reinziehen. Und dann habe ich das in meiner Timeline drinnen liegen. Und dann kann ich damit machen. Damit kann ich hergehen und das ausfaden. Ich kann das natürlich auch schneiden. Ich kann den Ton skalieren. Ich kann den Ton daher lauter, leiser drehen. Also im Prinzip zeige ich mir alle Möglichkeiten, die ein einfaches Audiobearbeitungsprogramm auch gibt. Und natürlich kann man mit dem Software auch eine Kopie machen vor einer CD oder. Das muss man extern machen. Also dass ich die Daten von einer CD runterkriegt, das muss man extern machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das genau unter Linux funktioniert, aber unter Windows gehe ich her, mache einen ganz normalen Media Player auf und kann das ganze die Dateien von der CD einfach runterkopieren. Das geht im iTunes. Ich habe auch kein Linux. Okay. Windows. Auch Windows, ja. Ja. Ich glaube, es gibt im Linux sicher eine einfache Möglichkeit, das einfach runterzuziehen, oder? Ja. Gehe ich jetzt einmal davon aus. Ja, eigentlich. Sonst wäre es nicht Linux. Recht easy, ja. Gibt es für Audio auch so Bearbeitungs-, sagen wir mal, Effekte wie für Bild? Also
In diesem Sinn nicht wirklich. Das nicht wirklich. Also das Programm ist grundsätzlich ausgelegt auf Color Grading. Es ist primär ein Color Grading Programm. Gell? Ja. Aber es bietet trotzdem die Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal, auch solche Schnitte zu machen, weil es einfach einfach ist. Natürlich, es kommt dann ein primärer Pro von der Audiobearbeitung nicht heran. Da habe ich einfach die Möglichkeiten, da kann ich das ein Brummen entfernen, da kann ich die Frequenzen, da kann ich einen Equalizer reinhauen. Aber im Low-Budget-Sektor ist das eigentlich nicht ausschlaggebend, weil gerade auch bei meinem Mikrofon, das ist ein Sennheiser MKH416, das kostet ein Vermögen. Und selbst bei dem mache ich in der Post-Production nichts. Es ist völlig wurscht, ob ein teures oder billiges. Wenn das gut aufgenommen ist, brauche ich die Post-Production nicht. Dann habe ich meine zwei Spuren und die kann ich lauter leiser drehen und kann ich anpassen, wie ich will. Das habe ich natürlich wieder mal berühmt-berüchtigt vergessen, im Vortrag einzubauen. Es gibt ein Tool, das ist von einem Freund von mir mitentwickelt worden, das heißt Audiophonic. Das ist von einem Grazer Entwicklungsteam gemacht worden. Die haben mittlerweile eine App, da könntest du über ein Smartphone, weil Smartphones haben in der Regel drei Mikrofone, direkt die App laufen lassen, während du aufnimmst. Und die App tut das Rauschen rausfiltern. Jetzt, ich sage bewusst, Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen, weil das nicht immer so einwandfrei funktioniert, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Also einfach zu sagen, hey, da habe ich eine Pille und die wird nicht schwanger, so haut es nicht hin. Also. Es hängt wirklich, also gerade in, das ist diese 80-20-Regel. Es gibt so Automatikfilter, das ist wie, der Graf ist noch da, ist nicht mehr da. Das ist wie mit der Automatik, oh, da hinten sitzt der, wie bei der Automatik beim Fotografen. Ja, das Bild wird, aber es schaut halt nicht so aus. Weil der Fotograf, der entscheidet, ah, ich brauche jetzt diese Blende, ich habe jetzt diese Belichtungszeit, weil es da so ausschaut, weil ich das Licht habe, weil die Person so weit weg steht, was weiß ich. Gibt es viele Faktoren, die da einfließen. Und das ist beim Audio das Gleiche. Das heißt, das ist wirklich ausschlaggebend. Was für Mikro habe ich verwendet, wie schaut es mit den Hintergrundgeräuschen aus und was ist eigentlich das Ziel davon? Will ich wirklich nur diesen sehr sauberen Ton haben oder geht es dann wirklich darum, dass ich auch wirklich im Hintergrund was höre? Und das ist auch einfach der Unterschied. Und gerade Rauschunterdrückung, da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Also gerade das typische 50 Hertz Brummen, das kriegt man recht schnell weg, weil das ist genau eine Frequenz von mehr als zwei, drei Überfrequenzen und dann ist das weg. Aber oft macht es keinen Sinn, da ist es gescheiter, ich mache es in der Produktion gescheit und nicht in der Postproduktion. Außerdem ist es manchmal so, dass manche Störeffekte durchaus einen Sinn haben oder passieren und sie passen einfach ins Interview gut rein. Philipp Pachanda, tolles Beispiel, als wir oben am Schlossberg waren. Du sagst etwas, auf einmal fängt es zum Trillern an und eine Demonstration haut im Hintergrund eine, die man von unten von der Herrengasse raufhört. Und der sagt, und das ist der Grund, während er redet, baut er diese Demonstration direkt ins Interview ein. Super Aktion gewesen. Das ist der Grund, warum die Leute demonstrieren, weil 25% oder so überall weggeschnitten werden an Sozialleistungen und die Leute nicht mehr können. Das war eine super Aktion. Oder er sagt mal was und die Schlossberg-Uhr klingelt, also bellt, um mal so richtig schön. Und das andere ist, beim Herrn Luttenberger von der KPÖ, eine Woche später, waren wir im Café zeitlos. Zuerst hatten wir das Rauschen drinnen von einem Kühlschrank daneben und dann sind auf einmal mehr Leute reinkommen und du hast ihn eigentlich nicht mehr direkt gehört. Seitdem habe ich jetzt ein eigenes Ansteckmikrofon, damit man solche Dinge eher verhindert. Zwar noch nicht eingesetzt, weil ich in der Form noch kein neues Interview gemacht habe, aber Learning by Doing, das ist, glaube ich, das, wofür man eben ein bisschen mit Schweiß und Blut bezahlen muss. Und wir haben da auch, also wir arbeiten sehr viel mit Sennheiser, teure Produkte, aber wirklich verlässlich. Und da geht es wirklich darum, es ist wirklich ein Unterschied, wenn ich jetzt nur das, selbst bei dem Sennheiser, das ich da jetzt oben habe, ob ich das interne Mikro verwende oder ob ich wirklich so spreche. Es ist der Schalldruckpegel höher. Wir haben teilweise in Discos Interviews gemacht, wo da hinten der Schalldruckpegel bei 100, 110 Dezibel war, also wirklich extrem laut. Und wir haben das Interview so geführt, wirklich, also wie man es gescheit führt. Und wir haben nachträglich von unserem Raummikro hineinmischen müssen, weil es nicht glaubwürdig gekommen ist. Also angehört, als hätte man das nachsynchronisiert im Studio. Und ja.
da sieht man einfach, es ist wirklich wichtig, dass man gute Mikrofone. Wie teuer ist das Mikro, was du gerade in der Hand hältst? Sehr teuer. Also das ist jetzt. Das ist sehr, sehr teuer. Ja, das sind immer diese Aussagen. Das ist die, das wie, ist, wie viele Stellen hat der Preis? Inklusive Empfänger, der da drüben oben ist, reden wir jetzt von mindestens 4-stellig. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, was ungefähr an erster Stelle, also 1 oder 2er wird an der ersten Stelle stehen. Das ist so. Aber es ist wirklich oft, natürlich, das ist natürlich ein sehr hohes Preisniveau, aber bevor ich mir jetzt die AKG oder was kauft, das dann auch mal nicht die 500 Euro kostet und eigentlich nur, oder 300 Euro, je nachdem was für ein Modell, kaufe ich mir besser ein Sennheiser, weil da weiß ich, das habe ich mein Leben lang und das funktioniert und das AKG, das habe ich nach 300 Euro AKG, das heißt wahrscheinlich keine 2 Jahre und dann ist es kaputt. Also das berühmt-berüchtigte Kabel, was ich gerade in der Hand habe, das wir anstecken Mikrofon und ich glaube 32 Euro oder sowas in der Richtung. Also ein bisschen Geld muss man ausgeben, da fängt es mal an. Also es gibt, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad auch bei den Bereichen, vor allem wenn es dann auch überhaupt Funk oder so und solche Geschichten geht, kein Limit. Funk ist noch eine Geschichte, sollte man sich überlegen, mache ich Kabel, mache ich Funk. Weil oft, wenn ich irgendwo bin und ich habe ein billiges Funksystem, beispielsweise ich drehe irgendwo am Flughafen, dann kann man sich sicher sein, dass nichts geht. Selbst bei den wirklich teuren Systemen. Beispielsweise vor 2 Wochen drehe ich für den neuen Tatort in Graz, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt, und die haben eine Tonangel, die mit Funk funktioniert und die ist dort einfach nicht gegangen. Und das sind selbst 2 Meter, also ich sage einmal, das Funkmikrofon geht wahrscheinlich 100 Meter. Also da sind einfach so viele Interferenzen und wenn ich da billiges habe, dann brauche ich nicht einmal direkt daneben hinstellen und das funktioniert auch nicht. Vor allem, es ist recht warm. Das war am Flughafen, ja. Da haben sie was jetzt gar nicht. Das ist, da gibt es so viele Funksignale am Boden. Was für eine Frequenz laufen das? Das jetzt, das ist jetzt ein 600. Warte, das können wir genau sagen, auf was es eingestellt ist. Okay, und was lasst sich 640? Das ist jetzt 693,6 MHz. Es geht einfach, man muss auf, gerade bei Thomann kommt das sehr gut raus, also da kann man sich einmal die Seite anschauen. Da steht genau, welche Funkfrequenzen erlaubt sind, für welche Funkfrequenzen ich Gebühren zahlen muss. Beispielsweise diese Funkfrequenz kostet einmalig 60 Euro für 10 Jahre. Also, ich sage einmal, das ist eine Investition, die sich durchaus auszahlt. Weil dann habe ich natürlich die Möglichkeit, ich bin dann, Achtung, aufpassen, Zweitnutzer gegenüber DVB-T. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, nur nachdem DVB-T bei verwendet ist, ja, ich habe immer die Möglichkeit, dass ich mir irgendein Frequenzband reite, wo ich eigentlich dann die Möglichkeiten habe, dass ich absolut störungsfrei funken kann. Aber man muss halt immer kurz überlegen, wo bin ich und macht es wirklich einen Sinn, dass ich dann Funk verwende. Und zur Not hast du immer ein Kabel mit? Ja, jetzt auch im Auto. Also das ist, aber ich sage einmal, da herinnen brauche ich mir keine Gedanken machen, dass da irgendwo eine Funkfrequenz daherkommt. Funktioniert das selbe Mikro auch mit Kabel oder brauchst du auch noch? Nein, das ist jetzt ein spezielles nur für Funk ausgelegt. Okay. Es gibt natürlich, also das Typ, ich glaube, das bekannteste Mikrofon, das es so gibt, gerade so für Vocals und natürlich auch für Interviews zu gebrauchen, ist das Shure SM58, kostet glaube ich ein 100er beim Thomann. Und dann kriegt man wahrscheinlich sogar noch ein Mikrofonständer und ein Kabel dazu. Also das wäre sowas, wo man sich wirklich sagen kann, das ist eine Low-Budget-Lösung, die wirklich gut funktioniert, wobei man aufpassen muss, die brauchen Phantomspeisung. Das heißt, die brauchen einen Rekorder, der auch Phantomspeisung kann. Also jetzt gibt es zum Beispiel Tascam, probieren wir gerade aus, der kostet wirklich nicht viel, der kostet 200 oder 300 Euro. Und der hat die Möglichkeit von 4 Spuren und Phantomspeisung, dynamische Mikros und Line-Signale zu verarbeiten. Das ist wirklich, da ist man natürlich wirklich viel besser dran, als wenn ich ein dynamisches Mikrofon habe. Weil ein dynamisches Mikrofon hat ein viel höheres Eigenrauschen. Ja, und da gibt es immer wieder die berühmt-berüchtigten kleinen Schwierigkeiten. Wie ein Freund von mir hat mir gebeten, kauft bitte ein Mikrofon, bevor wir nach Dresden fahren. Habe ich eine Rode besorgt, um 120 Euro nicht ganz, beim Konrad. Gut, wollen sie aufstecken auf seine super nigelnagelneue Canon 900, ja, passt da schon nicht. Gut, die berühmt-berüchtigte Kamera aufgeschnitten und eben das Kabel irgendwie verbunden und hat, obwohl die Kamera eigentlich nichts anderes war als sozusagen die Halterung fürs Mikrofon, hat man halt da ein bisschen herumgespielt. Also sowas kann auch mal passieren.
Also gerade wenn ihr so Geschichten habt, Adapterkoffer ist Gold wert. Da hat man einfach die bestimmten, also gerade wenn wir da jetzt haben, sage jetzt einmal SDI übertragen, das zeige ich dann auch auf dem Beamer, aber dann kann man das gleich simultan übertragen. Adapter in alle Richtungen, ob es Audio oder ob es Video sei, einfach mitnehmen. Das ist also eine Kiste, die hat man mit und wenn man irgendwo was adaptieren muss, dann hat man es. Gleiche gilt für Grip-Geschichten, also für die Dinge, die man irgendwo zubeschrauben kann. Wenn man es hat, ist es immer super, weil ein Mikro, das haltet dann halt irgendwo, wenn man das da hinten auf diesem Kleiderständer. Wenn das Mikro da ist, ist es viel besser, es ist fixiert, also ich muss es ständig halten, weil wenn ich es halte, dann habe ich die ganze Zeit dieses Krüspeln, weil es kann mir keiner erzählen, dass er stundenlang ein Mikro so in der Hand ruhig halten kann. Wie gesagt, Vorbereitung ist die halbe Miete, also das ist wirklich wichtig. Es kostet, man baut sich das dann mit der Zeit auf, also man merkt dann, jetzt brauche ich den Adapter, dann fahre ich halt zu Neuhold und kaufe den, der kostet meistens 2 Euro oder was. Und dann gibt man es wieder in seine Adapterkiste und das baut sich dann mit der Zeit auf. Also jetzt nicht, dass man denkt, das kauft man meistens nicht alles auf einmal, sondern man fährt dann am Anfang meistens einmal ein bisschen ein, wenn man dann die Adapter nicht hat. Und dann weiß man, das braucht man, das braucht man, das braucht man.